Und damit willkommen zurück hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zdeppi und begrüße euch. Hallo, schön, dass du wieder da bist zu einer weiteren Folge OMSI 2. Wir sind immer noch unterwegs in Berlin und zwar heute mal wieder für Regio Bus Potsdam. Das Ganze heute mit dem C2 aus dem Hamburger Stadtbuspaket. Und das Ganze natürlich hier wieder auch im passenden Repaint von Plusbus, Hoa Fleming. Ja, letztes Mal hatten wir ja den Capacity gehabt und jetzt ist es der normale C2-Gelenkbus. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wie ihr das Ganze wieder findet. Auf der Linie 623 sind wir heute unterwegs. Ist eine relativ kurze Linie, haben wir nicht viel zu quatschen, zu zeigen oder sonst irgendwas. Das Ganze geht von der Schrockstraße Richtung U-Bahnhof Oskar-Helene-Heim soll das Ganze hier passieren. Und dementsprechend seht ihr auch hier, ne, das Repaint ist wirklich wieder erstklassig geworden. Das Problem ist, was ich halt immer so ein bisschen an den ganzen Repaints hier immer finde. Jetzt klingelt das Telefon echt schon wieder. Es ist echt unglaublich, ja. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, es gibt eine Seite, wo du halt diese ganzen Repaints herbekommst, wo du sie alle runterladen kannst. Aber sie haben gefühlt immer für jeden Bus immer einen Repaint gemacht, statt so ein sammelbare, irgendwie so mehrere Repaints halt für einen Bus, ja. Somit musst du halt immer zwischen den Bussen immer hin und her wechseln. Ist schon ein bisschen schade, finde ich, aber so hat jeder was davon, ja. Nicht jeder hat das Hamburger Stadtbuspaket oder jeder kauft sich jetzt das Wuppertal-Addon nur wegen dem Bus hier zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, ja, das kann ich natürlich dann ein bisschen nachvollziehen, dass man dann hier so eine breitere Palette machen möchte, damit halt jeder was davon hat. Meine ist ja gut für mich, weil ich habe ja alle DLCs und somit kann ich ja alle Repaints hier halt testen, außer von Bussen, die ich halt nicht installiere. Zum Beispiel der O530GÜ. Bitte, was ist das? Keine Ahnung, die Installation war für mich schon komplett kompliziert gewesen. Das Witzige ist, das ist ein O530 und du sollst den Urbino Stadtbus sollst du reinkopieren. What the fuck? Wieso denn das bitte? Was hat der Urbino mit den Dix zu tun? Keine Ahnung. So, innen drinne schaut es so aus, ne? Also halt wie so typisch C2 halt mäßig, ne? Muss dazu sagen, das ist schon so eine Generation, mit der ich kaum unterwegs war. Ja, wie gesagt, bei Autofahrer hast du auch wenig Lust dazu, halt mit dem Bus zu fahren. So, was wir hier so schön sehen können, ne, hier Regiobus, ne, Potsdam Mittelmark, ne, das kann man sich da auch auf der Seite runterladen und hier Regiobus Potsdam Mittelmark, ne, das ist alles schon eine ziemlich nice Sache, finde ich. Von daher, ja, 54341 und 1506, zack. Und 2673, bitteschön, dankeschön. Zettel raus, Umlauf 1, zack. Und ja, Oskar-Helene-Heim, da sehen wir auch nochmal, ne? Von Schrockstraße, Oskar-Helene-Heim, das Ganze mit einem Gelenkbus. So, 1754 ist es. Feierabendverkehr hier. Und ja, somit würde ich sagen, machen wir jetzt hier soweit alles fertig. Und starten unseren Bus hier, denn wie wir ja sehen können, Abfahrt ist in 2 Minuten. Wollen wir mal ganz kurz gucken, weil ich kenne mich hier natürlich jetzt nicht mehr so gut aus, gestehe ich. Deswegen machen wir mal hier unsere Hilfspfeiler an. Wir befinden uns hier aktuell natürlich auf der Standard X10-Karte. Denn es hat nämlich ein paar Probleme gegeben. Berlin BRT, denn da funktioniert die Karte nämlich gar nicht. Also funktioniert halt, aber es steigen hier keine Fahrgäste ein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es jetzt hier auf X10 halt ein bisschen anders ist. So, genau. Bestätigen wir das Ganze jetzt. Mach nur Straße, aber auch hier, ne. Es steigt hier gefühlt keiner ein. Weiß ich nicht, warum diese Linie existiert, wenn hier eh keiner einsteigt. Ja. Das ist eine Linie, wahrscheinlich, die ist tot. Ja. Da werden wir jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit jetzt nichts haben. Wir sehen auch hier zum Beispiel 115 N12. Das scheint nicht mal unsere Haltestelle hier zu sein. Aber hier steht 623. Also steht hier schon gar nicht mehr drauf. Also warum sollten denn hier Menschen einsteigen? Aber N10 steht ja hier auch nicht dran. Mysteriös. Okay. Naja. So entdeckt man Donnerfehler im alten DLC, die sogar mit ins Neue übernommen worden sind. Best one, wirklich. Hm.
Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, wir kommen gut los hier. So, nun fahr. Ach, das ist ja wieder mein Lieblingsbus hier. Oh, toll, jetzt sehe ich von dem Spiegel her gar nichts mehr. Kann man den Spiegel nicht wegklappen? Da kommt noch ein Auto. Kommen da mehrere Autos. Da sehe ich jetzt keinen mehr. Aber hier funktioniert wenigstens die Beschilderung hier. Weil die lief nämlich bei dem letzten nämlich nicht. Bei dem BRT, da haben sie scheinbar die Hofdatei dann auch noch falsch dann, umgebaut. Da hat er mir das schon gar nicht mehr angezeigt hier. Ja. Großartig, ich liebe es. Wäre es so schlimm gewesen, hier das einfach wegzumachen? Also wenn man es nicht bietet, dann muss man es doch dann nicht noch kaputt mit übernehmen, oder? Ja. Dann hätte sie ja auch vollständig ausbauen können. Das hätte ich viel toller gefunden, ja. Aber naja, so ist das. Kann man jetzt nicht ändern. Und fahren. Oh doch, hier steigen wir schon ein. Ah, gucke mal, gucke mal. Was geht los? Wundervoll. Hallo. 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 Schön, dann funktioniert das mindestens. Also dann funktioniert es auf BRT nicht, ja. Dann haben sie da irgendwas gemacht. Entweder du fährst jetzt oder lässt mich jetzt rein. Eins von beiden. Beide passen wir jetzt hier nicht lang. Leider funktionieren die Ansagen hier nicht. Mysteriös. Schade. So, zählen auf Eiche. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Einmal nochmal, bitte. So, warte mal. Funktioniert das jetzt? 10? 50, okay. Schade, dass die Kasse denn immer nicht hinhaut, so weißt du? Guten Tag. Tag. Du musst du halt permanent immer im Kopf arbeiten. Immer umdenken.
muss man Projekt Potsdam Design mal anfragen, ob er ein paar schöne Sachen hat noch aus Potsdam. So, scharfe Straße. So schlimm, ja, wenn du hier arbeitest, ja, du kennst denn die ganzen Haltestellen und alles sowas, ja, richtig räudig. Guten Abend. Schönen guten Tag. So, Schützallee. Boah, läuft jetzt echt darüber, ja? Schon aber schade, dass es echt immer nur angekratzt ist hier, ja. Ich sage ja, das wäre so richtig geil, so ein schöner Teltower DLC oder irgendwie sowas. Wird's wohl leider nie geben. Würde ich halt mega feiern, ja, ganz ehrlich. Nochmal hier X1, 601 nochmal komplett neu, ja, und dann vielleicht auch bis Potsdam, halt nicht nur bis zur Waldschenke. Das wäre richtig. Das i-Tüpfelchen. Ich glaube nämlich, dass die Strecke eigentlich viel, viel komplizierter ist, denn wenn du dann Richtung Potsdam rausfährst oder sowas. Waldschenke ist ja eigentlich gelacht, ja. Machst du eigentlich mit verbundenen Augen mittlerweile, fährst du das ganze Ding ab. Aber. Zumindest haben wir denn, ich glaube, jetzt so gut wie fast jede Linie gezeigt. Glaube ich zumindest jetzt endlich mal aus Teltow. Berlin sind wir ja sowieso ja schon immer mal so gefahren. 110, 115, X10 und so weiter. Also ich glaube, das ist das erste DLC, was ich halt wirklich so komplett einfach mal alle Linien auch mal so durchgefahren bin. Das habe ich sonst bei keinem DLC irgendwie groß gemacht oder so. Was eigentlich schon ein bisschen schade ist, ja, du gibst dafür massiv an Geld aus. Und dann kennst du nicht mal alle Linien. Also ein Riesenakt wird es tatsächlich, wenn du dann mal versuchst, so Wuppertal durchzufahren oder sowas, ja, mit seinen 50 Linien oder sowas. Ey, wie lange bist du da beschäftigt mit? So, Leichhardtstraße. Aber hier will scheinbar keiner raus. Ui. Das ist sehr nett von dir, dass du mich reinlässt, wirklich. So, Claire Lee 229. Letztes Mal Amazon-Sendung, die ich zustellen musste. Nur wegen einer Amazon-Sendung fährst du hier hin, wirklich, ja. Aber auch hier will keiner einer raus, alles klar. So, Oskar Helene Heim, dann bitte. Hmm.
So. Okay. Der ist natürlich jetzt neu. Aha, aha, aha. Weil normalerweise bei dem BRT hättest du jetzt rechts rumfahren müssen. Interessant, finde ich das. Ach genau, doch, da, genau. Hier hättest du hier hinfahren müssen und dann wärst du da, hättest du da wenden müssen. Okay. Ja, dann fahren wir halt hier lang, spielt doch keine Rolle. Ob nun links rum oder rechts rum. So, und da war es das. Jetzt muss ich mal aber mal ganz kurz gucken, ja. Nee, das ist echt keine Haltestelle. Ah ja, hier hast du einfach nur so. Ah, okay, ich verstehe. Weil hier haben sie bei Berlin BRT zumindest halt einfach mal da noch so einen kleinen Übergang gebaut. Ja, hier ist der Terminus, alles klar. Ja, Leute, aber das soll es gewesen sein von der Linie 623 hier in Berlin. Hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, schreibt es gerne in die Kommentare und sonst würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Also gerne einfach alles reinposten, was euch gerade so auf dem Herzen liegt. Sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.